Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 hier in Pike's Basin auf der Kopfgeldjagd zusammen mit Sadie. Wir haben uns hier entschieden, das Ganze schleichend zu machen. Macht das Ganze natürlich auch ein bisschen spannender jetzt. Zwei Stück sind's da. Mach ich. Oh, Wurfmesser habe ich. Oh, schön. Moment. Ich will plündern. Nicht, dass er wegläuft. Pass auf den anderen. Platinring. Ach, die hat es schon gemacht. Oh, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Oh. Was knatscht hier? Oh. Ach, verdammt. Jetzt haben sie uns. Und dann schießen wir halt eben so weiter. Oh, da oben. Ach, komm schon, lauf. In die Deckung. Ich muss jetzt einfach mal ins Knie schießen. Jetzt geht die Action los. Jeha. Oh. Da hinten. Na komm, rutsch in die Deckung. Wo ist denn der? Oh Mann. Ich hab die Deckung. Alter Schwede. Die Deckung bringt nicht viel gerade. Arznei. Rein damit. Komm, zieh die Waffe. Nein, zieh das Gewehr. So. Da oben. Der muss schnell weg da. Okay. Oh. Der Feigling. Oh, das sieht nicht gut aus. Autsch. Na? Oh, der gibt um. Kriegen wir gerne. Kommen die von da oben? Ich sehe es gerade nicht. Nee. Da hinten. Und weiter geht's. Mal. Na komm. Okay, einer müsste es noch sein und der Gefangene liegt auch da unten. Na gut. Uah, nein. Wäre ich fast von der Klippe gefallen. Schön. Dann plündern wir den hier mal gerade. Einmal Repetierkarabiner. Munition, sehr schön. Oh. Oh, Moment. Mach. Ach, scheiße. Wollte gerade schon sagen. Mach hin. Da sind noch ein paar mehr. Okay, machen wir nochmal. Ja, Bescheid. Plündern ist nicht so die gute Idee. Lass mal erstmal warten, bis wir unten sind. Das spawnen also neue. Achso, ja. Schleichen. Komm. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay, well, follow away. Ich weiß, wie das geht. Komm schnell. Let's go. Vielleicht klappt es aber diesmal. Ich bleibe einfach mal stehen auf der Brücke. Und dann schauen wir mal. Er hat nicht so ganz gut Deckung genutzt, würde ich sagen. So, Wurfmesser? Da haben wir 8 Stück von. So, ich gehe mal ein bisschen langsamer, dass ich mich hier noch einholen kann. Da können wir nämlich direkt einen erledigen.
take one of them. I'll take the other. Los geht's. Dankeschön. So, den einen Plünder ich mir habe. Was macht die? Ich wollte schon sagen. Rennt die da jetzt vorbei? Nimm nochmal das Wurfmesser. Und halt mich dann bereit. Gehe ich den bleib ich auch stehen. Erledigt. Ah, das geht aber nicht ohne. Schade. Na komm. Leiser. Ich brauche mein Wurfmesser zurück. Ah, ich bin schon drüber gelaufen. Eins. Oh, drei. Ach, ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Wahrscheinlich nicht. Oh, das war ein Glückstreffer. Während des Sprintens hier. Komm schon. Und weiter geht's. Da oben kommt wieder einer. Ich glaube, der hat mich eben getroffen. Oh, Deckung. Ja, volle Deckung. Gar nicht so gut. Boah, ich treffe sie nicht. Jetzt. Okay, da oben, der wechselt die Position. Sehr schön. Der hat keine gute Deckung gehabt. Glückstreffer, weiter geht's. Go, go, go. Ah, der fällt schon. Ich glaube, der auch. Ist der da gerade runtergefallen oder war das der Abstieg? Schöne Sache. So, den einen plündere ich schnell. Ja, so schnell wie Sadie dann unten. Ah, mehr kommen. Okay. Hier. Oh nein! Okay, das hätten wir. Bündern. Oh, das ist gut. Munition können wir jetzt gebrauchen. Mach ich. Hoffentlich kriegen wir keine Krankheiten von denen. Nachdem wir die Nachricht hier aus Armadillo gehört haben. Na, hol den doch. Ah, jetzt. Jetzt. Du. Du hast deinen Hut verloren. Willst du ihn nicht aufheben? Schöne Sache. Und auf geht's. Du zeigst, wo lang. Oh, da kommen noch neue. Ah, da oben. Oh. Oh. Ah, da habe ich aber eine gute Trefferserie hier. So, alles tödliche Treffer und ein Hutschuss. Fährt einfach geradeaus weiter. Haha, nicht getroffen, glaube ich. So zieht er aufs Pferd. Achso, das sind nur die Pferde am Leben. Jetzt aber schnell. Lad mal durch. Zumindest die eine.
Oh. Knapp. Sehr knapp. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. Ah, jetzt. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Natürlich. Don't listen to her. Let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. Das kennen wir. That's it. Bounty work ain't easy, John. No. Nur das hier war schon ein bisschen schwieriger als unsere. A whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that. Das stimmt. So könnten wir das ja eigentlich machen. But it would be good to have you along some more. Yeah, we'll see. Das ist nur etwas sehr gefährlich. Wenn man sich zur Ruhe setzen möchte, irgendwie. Okay, da sind wir. Da sind wir. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Ja, ja, ist ja gut. We brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. Oh, sehr freundlich, dankeschön. Legen wir direkt hier rein. Damn you! One with the door open. Oh. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm. I know. You want this money to go to the bank too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. Bin ich mal gespannt, was wir da jetzt rausbekommen haben. Oh, was? Gern wieder, jederzeit. Komm vorbei. Auch nachts, alter Schwede. Für $100, nicht schlecht. Und dann ist das ja wahrscheinlich nochmal geteilt, ne? Durch zwei. Ah, hier bauen sie auch noch eine Hütte. Okay. Was hatten wir denn hier? AC, Albert Cakes. Uncle hat gesagt, dass man in Blackwater Fertighäuser kaufen kann. Ach, das war hier das. Ob wir da einfach so nachts jetzt hin können? Also ich kann mir vorstellen, dass die nicht offen haben, aber der scheint ein bisschen verrückt zu sein. Dann hat er doch auf. Dann sagen wir doch direkt mal Hallo und schauen uns mal den Katalog an. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot, I know, is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks.
Maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. A fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. Left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If their Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Niels real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. Ja, würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall eine coole Geschäftsidee. Da kam mir gerade auch direkt in den Sinn, das wäre cool, wenn man das so entscheiden könnte im Multiplayer. Dass man sich da auch eine Bench aufbaut und dann eben aus einem Katalog auswählt. Vielleicht auch unterschiedliche Preisklassen, was man für eine Range haben möchte. Und bekommt die dann halt. Wäre halt schon cool. Weil das würde mir auf jeden Fall gut gefallen. Oh yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. Ja, ich schätze mal, das ist die erste Ladung von vielen, die wir hier rüberbringen müssen. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Wagen ein komplettes Haus kriegen. Oder nicht das Haus kriegen. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, two of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're also schon wieder that eye. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, look, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary. You can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Okay. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon, but I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. Ach stimmt, ist ja gar nicht so weit, ne? Wir müssen ja gleich da sein. Any other occupation, really. Hey, we're taking the next right, up towards Manzanita Post. Okay. I was about to tell you. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. Gib Gas, Pferde. Wir haben noch viel vor uns. I didn't think about it. My mind's on my wife and the little ones. Chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. Interessant. I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, Er versucht sich auf jeden Fall hier zu verkaufen. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Aha, wollte schon sagen, das ist ja nicht so ein typisch amerikanischer Name. There used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he's ja, genau, hier war's. Is the spot just hier oben. Okay. Das war sogar das Ding hier. Ich dachte, es wäre noch was anderes gewesen. After you, Mr. Milton. Beschaffe die Werkzeuge von Niels. Dann machen wir das. Like I said, Niels is a
Dann bin ich doch mal gespannt. Nils. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best Smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope? Okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. So Milton is working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay. Und auf zur nächsten Station. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, hadn't they? Took a look at it myself, as it so happened. Dann frage ich mich, warum das nicht wegging. Na gut, wahrscheinlich eben wegen dieser vielen Arbeit und was man da noch reinstecken muss. Macht ja Sinn, ne, dass man da ein bisschen länger überlegt, ob man das kauft. Oh! Dann wehren wir uns jetzt mal hier. Die wollen unser Haus klauen. Ihr blöden Säcke. Ist doch nicht so ruhig hier oben. Hä? Oh, 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 oh. Oh, die... Alter Schwede, direkt umstellt hier. Richtiger Hinterhalt. Voll der Mist. Oh, scheiße. Er hat mich da gerade umgerannt. Na komm. Also hier noch brauche ich auf jeden Fall Munition. Na komm, nimm den Hut. Muss wieder rauf. Eieieiei. Wo ist er? Der Sack. Nee, der rennt weg, oder? Verdammt. Alright. You alive? For now. Mr. Devin, you okay? Yes. Is that the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Wayne. Alright, you stay here, guard the wagon. Charles, come on. Jetzt wird's aber höchste Zeit. Ich nehme das Gewehr. Hat er nicht erwischt? Verdammt. Oh. Entdeckung. Was sind das für Leute? Oh, der muss weg. Deckung. Okay, ich wechsle mal gerade ein bisschen die Waffe. Da oben sitzt der. Okay. Ja, ob wir das noch schaffen? Wir haben jetzt natürlich einen ganz guten Vorsprung. Das ist doch bestimmt von der Gang, wo wir den einen da gejagt hatten. Alter Schwede. So viele. Auf dem Baum. Ah. So nicht, mein Freund. So nicht. Eins. Zwei. Oh, hinter uns. Oh. Ah, scheiße.
Junge, Junge. Wir müssen weiter. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Wir sind bestimmt schon abgehauen. Mr. Wade! Mr. Wade! Charles, I found the tools. Now where's Mr. Oh. Right. Shit. Ach, Mist. Jesus. We gotta move fast. Come on. Ja, wir sollten hier auf jeden Fall ganz schnell verschwinden. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.